Wohl das auffallendste Gebäude derzeit im Vorderland ist in Rötis, der Turm der Kirche St. Martin mit seiner Eingerüstung. Die Schieferdachdeckung muss erneuert werden. Circa 230 Stufen führen bis zur obersten Plattform des Gerüstes. Schon 1595 hatte der Turm ein Geläute von 3 Glocken. Im Weltkrieg 1916 und 1942 ebenfalls im Krieg mussten die Glocken abgeliefert werden. Die letzten 4 Glocken, die auch heute noch bestehen, wurden 1956 mit einem Gewicht von gut 4000 Kilogramm ersetzt, was dem Glockenstuhl und dem Turm auf die Dauer nicht gut bekam, sodass der Stuhl aus Eichenholz 1977 durch einen stählernen ersetzt werden musste. Eine Turmuhr gab es schon im Jahre 1600 und im Jahre 1888 wurde eine neue beschafft, die bis 1968 ihren Dienst tat. Seither ist diese durch ein vollautomatisches Werk ersetzt. Die Sandsteingesimse, Sandstein-I-Fassungen, sind jetzt alle saniert worden. Man hat sie zum Teil repariert und da sind nicht mehr wasserabweisende Anstriche versehen worden. Was man da neu gemacht hat, ist das Gesims zum Glockenstuhl hin. Es ist so, dass das Gesims ein Gefälle nach außen hat, damit das Wasser vom Wärter abgewiesen wird. Es kommen da neue Schallleitern hin, die werden dann in Holz wieder ausgeführt und in der gleichen Farbe angestrichen wie die ursprüngliche. Also wir sind jetzt da bereits schon über der Uhr haben wir, der sogenannte Windberg oder Windberg werden sie auch genannt. Das ist sozusagen der letzte Teil vom Mauerwerk und da fängt jetzt der Dachstuhl vom eigentlichen Turm an. Wir sehen bereits die neue Eindeckung, das sind belgische Schiefer. Was man anders gemacht hat, ist da der Grat. Beim alten Dach, da ist über ein Grat eine Blechabdeckung gegangen und die ist zum Teil verrostet gewesen und ist vorbestanden, dass sie auf dem Werk fällt. Und jetzt ist das Blech unter auf die Schalung eingebaut worden und die Schiefer ganz drüber. Es wirkt dann also nachher, wenn es fertig ist, und dementsprechend schöner aus. Was wir da noch sehen, ist die Befestigung vom Blitzableiter. Windberg sind also verblecht mit Kupferblech, das hat man also bei der letzten Renovierung bereits gemacht. Das Holz, was wir da sehen, ist zum Schutz, wenn die Schieferplatte nachher trollt, das Blech nicht kaputt geht. Es ist also nur während der Bauzeit vorhanden und wird dann nachher wieder abmontiert. Das ist noch eine von der alten Schindler, die noch ganz geblieben ist. Sie sind farblich leicht lila und sind auch dünner und zum Teil schon sehr stark abgewittert. Die neuen Schieferplatten werden also alle vorgebohrt. Sonst gehen sie kaputt, wenn man das von Hand ausschlagen lässt, wie es bei den alten der Fall ist. Und es werden auch alle angeschraubt. Nageln haben sie probiert, das ist nicht möglich. Zudem ist das Holz zu hart, weil es so alt ist. Hat es eine Härte, dass man es nicht nageln kann. Es gehen dann sämtliche Platten kaputt. Da muss man viel zu fest schlagen. Und es gibt Schwingungen, dass man alles in dem Fall schrufen und bohren muss. Wird jetzt so ausgeführt, dass das Blech nicht mehr aufgesetzt wird, sondern unterhalb montiert wird. Das wird also vorher das Blech angenagelt und dann kommt die Schieferplatte drüber. Wobei man ja da am Grat alle Platten zuschneiden muss. Und das ist eigentlich am meisten Arbeit. Nachdem der Turm achteckig ist, sind es 8 Gröt. Und somit haben wir da sehr lange, sehr viele Laufmeter. Und das muss alles
zugeschnitten werden. Das wird also mit der Flex zugeschnitten. Und wir sehen da, wo der Dachdecker am Schafen ist. Die bestehende Schalung wird zum Teil nachgeschrufen und wenn das Brett schlecht ist, wird es ausgewechselt. Und da sehen wir, das ist also das Hirteholz, das ist da schon mehr als 100 Jahre alt, wo man das letzte Mal entdeckt hat. Und da sehen wir jetzt deutlich, wie die Deckung vor sich geht. Es wird also zuerst das Blech drüber gelegt, angeschraubt und dann kommt die nächste Schindellage bzw. Schieferlage. Wir sehen da auch deutlich die alten Spickschnürschläge. Also sie haben da früher schon genau gearbeitet. Die blauen sind also die neuen. Der ganze Turmkreuz sind leicht verwundet. Das hat Sergier durchs Holz. Das ist von unten optisch gar nicht sichtbar. Aber wenn man da genau anschaut, dann sieht man, dass der Turm, dass die Kreuz leicht verwundet sind. Da sind jetzt noch die alten Schindler sichtbar. Und man sieht da, die Abdeckblecher hat man weggenommen. Die sind da in dem Bereich auch verrostet gewesen. Und da im obersten Bereich ist das Holz zum Teil auch etwas morsch. Das wird noch ausgewechselt. Und der oberste Spitz ist jetzt ganz verblechert. Hier sieht man noch ein paar Einschüsse, Kugler. Da hat einen halben Meter Durchmesser, ist auf Kupfer, das Kupferblech vergoldet. Und die hat man jetzt so zur Renovierung angenommen und wird dann nachher wieder da montiert. Und man tut selbstverständlich wieder die Bulle, die drin war, mit den Schriften, die kommen noch wieder rein. Jetzt sind wir also an der Kirchturmspitze. Es sind 47 Meter von unten, sind gemessen worden. Und was Besondere ist, da haben wir, man sieht da alle Kirchtürme, Wittersberg, der Wins, Bad Schunz, Mundlix, Sulz, Tranquil. Das Kreuz ist ausgerichtet nach der Basilika Richtung Rankwil.